Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit meiner Meinung zum unbeliebtesten Menschen auf ganz YouTube mache, aber das habe ich am ersten Tag schon gesagt, als ich damals das erste Video aufgenommen habe. Wenn Dinge passieren, die nach meiner Ansicht falsch sind, werde ich das sagen. Und eigentlich wollte ich jetzt nach dem Thema John Rage und nach dem Thema Amoklauf und nach dem Thema Raptor mich mal wieder auf etwas besinnen, was mir einfach am meisten Spaß macht tatsächlich, und das ist einfach nur zocken. Aber das neue Update heute, 160 Megabyte ist rausgekommen, und was haben wir da drinne? Gar nichts Neues. Sie haben ja im letzten Update aus Versehen, so wie es aussieht, den Slide-Mechanismus der Spezialisten deutlich schneller gemacht. Das heißt, man hatte im Prinzip Gewandtheit wie im Black Ops 2 damals. Jetzt ist es aber so, dass sie es wieder rausgenommen haben, weil sie gesagt haben, das Ganze war ein Fehler. Das heißt, sie haben das erste Mal seit 6-7 Monaten was richtig Gutes reingemacht und haben das innerhalb von einer Woche jetzt auch schnell wieder rausgenommen. Bezeichnend, bei dem Update heute gibt es nur zwei Änderungen. Und zwar die Slide-Mechanismen der Spezialisten, der letzten vier, die noch übrig geblieben sind, die noch nicht geändert worden sind, sind jetzt wieder zurückgenommen worden. Und was aber viel interessanter eigentlich ist, wir haben den Todd, das ist der Busfahrer von Blackout, den könnt ihr für schlappe 24 Euro genauso wie ein Zombie Firebreak Custom Skin kaufen im Schwarzmarkt. Dazu kriegt ihr 5 duplikatfreie Kisten, und wenn ihr immer noch zu viel Geld habt, könnt ihr noch für 15 Euro und dazu bekommt ihr auch 5 Kisten ohne Duplikate. Da könnt ihr, hervorragender Deal auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt, ein Stoppschild kaufen. Ihr könnt jetzt, nachdem wir für 30 Euro schon einen Hammer kaufen konnten, können wir jetzt für 15 Euro hinterher noch ein Stoppschild kaufen. Dieses Stoppschild ist genauso wie der Hammer eine Nahkampfwaffe. Wenn ihr mich jetzt fragt, wenn es nach mir ginge und ich das entscheiden dürfte, dann würde ich jetzt gern für 30 Euro den Hammer kaufen, für 15 Euro das Stoppschild kaufen und mit diesem Hammer irgendjemanden bei Treyarch dieses Stoppschild in den Kopf rammen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt noch gut reden soll, und auch wenn man das nicht kaufen muss, allein diese Frechheit, sowas rauszubringen. Und dazu kommt noch, sie haben nicht nur Stoppschild reingebracht, sondern es gibt ja, das wisst ihr wahrscheinlich schon seit 4 oder 5 Monaten, die Kooperation zwischen Sony und Twitch, und ihr bekommt, wenn ihr Twitch Prime habt, alle 4 bis 6 Wochen neuen Twitch Loot. Diesmal konnte man sich etwas abholen, das kriegt man dann in Form von 10 Kisten, 2 Skins, nichts Besonderes, kann ich euch jetzt schon sagen, im Game, wenn ihr das denn über den Link bei Treyarch, bei Activision, bei Sony draufklickt. Und dieses Mal war es wieder soweit, dass wir das letzte Bündel sozusagen bekommen haben. Aber diesmal Treyarch, man denkt ja immer, die sind schon am Ende von der Fahnenstange, was die Kreativität angeht, sie sind wieder kreativ gewesen. Ich glaube, es gibt mittlerweile nur noch 2 oder 3 Praktikanten, die bei den Treyarch Studios an diesem Spiel arbeiten, und da denen nichts eingefallen ist, haben sie jetzt für diesen Monat den Twitch Prime Loot so gewählt, dass man die wunderbare Möglichkeit hat, den gleichen Twitch Prime Loot zu bekommen, der auch schon beim letzten dabei war. Das heißt, es würde heute als nagelneu verkauft und es ist 1:1 dasselbe. Ich weiß nicht, man kann sich ja auch dumm vorkommen dabei, aber ich muss euch ehrlich sagen, es ist einfach dumm. Das soll ja aber noch so gar nicht so schlimm sein. Viel geiler ist ja im Prinzip, und da müssen wir ehrlich sein, was aktuell Corinne Savage macht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, und bevor jetzt hier der Hate anfängt und das interessiert mich doch nicht, das geht dich gar nichts an, haltet die Fresse und zuhören. Jemand wie Corinne Savage, der über 1 Million Abonnenten hat, und wenn ihr mal bei Social Blade draufgeht, dann könnt ihr bei jedem YouTuber, der Monetarisierung aktiviert hat, ungefähr einschätzen, was er an Ad Revenue, also an Geld für die Werbung, auf seinen Klicks, auf seinen Videos verdient. Und wenn ihr bei Social Blade mal raufguckt und wir rechnen hoch, was da Corinne Savage im Monat bekommt, sagen wir bei den Klicks, die er hat, 60, 70, 80.000 Euro. Dazu nehmen wir Merch, was er verkauft. Im Jahr sagen wir 15.000 Euro. Das ist jetzt eher wenig geschätzt. Dazu hat er Partnerschaften. Ich vermute, dass der junge Mann mit seinen 1,2 Millionen Abonnenten und den Streams, die er gelegentlich macht, die Spenden sind jetzt schon bei der Ad-Revenue mit reingerechnet, weil das ist einfach unglaublich viel, was er da schon bekommt. Dann kann man davon ausgehen, dass der innerhalb von 3-4 Monaten um die 250.000 bis 300.000 Dollar verdient.
Ihr habt mit Sicherheit auch schon gesehen, dieses neue Video von vor ein paar Wochen. Er hat sich eine nagelneue Corvette gekauft. Die kostet neu, da könnt ihr bei eBay Kleinanzeigen gucken, um die 60.000 Dollar. Er hat sich, nachdem er sich die Corvette gekauft hat, auch noch ein neues Haus gekauft. Dieses neue Haus hat er sich mit einer Einmalzahlung geleistet. Das heißt, er hat es im Prinzip abbezahlt, es ist seins, es gehört ihm. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist das Problem? Und jetzt kommt etwas, und da muss ich euch sagen, ich möchte nicht mit ihm tauschen, ich bin da auch nicht neidisch, kann gar nichts. Sein Vater hat eine nicht heilbare und nur schwer therapierbare Krankheit. Und Corbin Savage, ihr wisst das, wohnt in den USA. Dort gibt es sowas wie eine Krankenversicherung nicht. Ich glaube, das einzige Land aus der ersten Welt, in dem es keine Krankenversicherung für die Menschen gibt. Sein Vater hat diese schlimme Krankheit, die nicht heilbar ist, die sehr schwer therapierbar ist, und die Therapie dafür kostet natürlich extrem viel Geld. Jetzt hat er, und da bin ich jetzt tatsächlich so weit, und ich habe wirklich lange überlegt, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mach's, weil es gibt einen Punkt, wo ich einfach sagen muss, es reicht und es geht so nicht weiter. Er hat jetzt in den letzten 4 oder 5 Videos seine Abonnenten dazu aufgerufen, dass die für seinen Vater spenden. Und im Prinzip kann jeder jeden dazu aufrufen zu spenden, und wenn irgendjemand Lust hat, jemandem Geld zu schenken, dann kann er das gerne machen. Das geht im Prinzip erstmal niemandem was an. Aber wenn man 1,2 Millionen aktive Abonnenten hat und in 3 Monaten 300.000 Dollar verdient, und lasst es nur 200.000 Dollar sein, das ist mehr als 99% seiner Abonnenten wahrscheinlich im Monat verdienen. Viele Abonnenten sind Schüler, und da blende ich euch das auch mal ein. Dieser junge Mann mit seinen 15 Jahren, wie Hamza oder wie er heißt, haut einfach mal 50 Dollar dafür raus. Sein Vater war auch schon vor einem halben Jahr schwer erkrankt. Dort, zu dem Zeitpunkt, hatte Corrine dann noch die entspannte Möglichkeit, sich eine neue Corvette zu kaufen, ein neues Haus zu kaufen, alles Mögliche. Er konnte umziehen, er konnte sich richtig was leisten. Da war sein Vater schon krank. Jetzt sagt er, er will gerne eine Spendenaktion für seinen Vater haben. Bisher zusammengekommen sind bei dem Ganzen 66.000 Dollar. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 66.000 Dollar ist genau das Geld, was man im Prinzip für seine Corvette bekommen würde. Wenn Corrine so nah am Existenzminimum leben würde, und wenn ihr mal bei Google Maps guckt, wo sein Haus ist, in der Gegend, in der er wohnt, mit seiner Familie, das sind alles Koreaner, denen es sehr gut geht, das ist eine eher mittelständisch bis gut verdienende Familie. Mama, Bruder, Schwester, alles Mögliche. Dazu der Merch-Shop, dazu die Werbung, die er kassiert von seinen Streams, die Spenden, alles Mögliche. Der Junge ist Multimillionär. Und egal, was er die letzten Monate oder Jahre mit seiner Kohle gemacht hat, wenn ich euch eins ganz ehrlich sagen muss, nicht einen einzigen Cent sollte irgendeiner von den Abonnenten für so etwas zahlen. In welcher Welt leben wir, dass Schüler mit 10, 11, 12 Jahren, die Corrine einfach als ihr Vorbild sehen, ihr letztes Taschengeld zusammensammeln, weil Corrine sein Geld nicht ausgeben möchte. Und selbst wenn er keinen Cent auf dem Konto hätte, könnte er ohne Probleme, das Haus ist abbezahlt, sein Auto verkaufen, seine Corvette, sich ein Auto kaufen, mit dem er seinen Vater transportieren kann, und würde mit dem, was er nur monatlich bekommt, alle Kosten für die Krankenhausaufenthalte, für die Therapie bezahlen können. Stattdessen, weil auch sein Vater, da hat er sich letztes im Video, das ist das letzte, was aktuell ist, glaube ich, auch versprochen. Sein Vater, er meinte, mein Vater möchte nicht, dass ich mit dem, was ich mache, aufhöre. Nämlich mit YouTube. Er müsste aber mit YouTube aufhören, wenn er all sein Geld und Zeit investieren würde, um seinem Vater zu helfen. Also ist er jetzt tatsächlich so weit, dass er seine 1,2 Millionen Abonnenten in einer GoFundMe, das ist eine Homepage, wo ihr sozusagen spenden könnt, die es organisieren, dazu aufruft, Geld zu spenden. Und das auf teilweise extreme Art und Weise. Und so schlimm es mit seinem Vater auch ist, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich gönne es keinem Menschen der Welt, dass irgendein Familienmitglied, irgendein Kumpel eine schwer heilbare Krankheit hat. Diese schwer heilbare Krankheit war vor einem halben Jahr schon, als er immense Ausgaben für ein neues Auto hatte, für ein Haus hatte, für alles. Das, was wir jetzt gerade da sehen, hat nichts mehr mit Geldgeilheit zu tun, sondern ist, wenn ihr mich fragt, einfach nur abgrundtief schlecht. Abgrundtief schlecht. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, ich kann nicht urteilen, ob Corrine Savage ein schlechter Mensch ist, muss ich euch sagen, die Motive, die dahinter stecken, er will sein eigenes Geld dafür nicht ausgeben, möchte noch so viel Geld wie möglich von seinen Abonnenten haben. Doch, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, der Mensch ist schlecht. Und
ich wirklich, wenn ich an sowas denke, kriege ich einfach ein zu viel. Im Prinzip habe ich mir vorgenommen, ich halte jetzt die Fresse erstmal die nächsten Wochen, weil wenn man auf YouTube irgendwie hinterherläuft hinter einem und andauernd so tut, als wenn die Welt in Ordnung wäre, dann hat man weniger Stress. Aber das ist ein Thema, wo ich jetzt einfach ganz ehrlich sagen musste, das geht gar nicht. Ihr könnt euch euer eigenes Bild darüber machen, ihr könnt das disliken, wenn ihr wollt, aber ich stehe zu meiner Meinung. Und wenn ich nachher mit 1000 Abonnenten da stehe, die gleicher Auffassung sind, dann bin ich damit zufrieden. Ich finde, das, was er da macht, geht gar nicht. Also, wenn er Abonnenten im Prinzip abziehen und denen erzählen, dass man die Kohle unbedingt braucht, weil man nichts mehr übrig hat und jetzt im letzten Video sagte er, er will öffentlich nicht über sein Geld sprechen, sagt aber immer wieder, dass die Leute für ihn spenden sollen. Also irgendwo, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Punkt erreicht. Ich wollte das unbedingt loswerden die nächsten Tage, Leute. Ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr davon haltet, ob ihr spenden würdet, wenn das einen deutschen YouTuber betrifft. Haptic, Montana Black, Master Scorpion, völlig egal, irgendein großer YouTuber, der sagt, er braucht Hilfe. Würdet ihr dann spenden oder würdet ihr auch sagen, es reicht irgendwo? Denn die Leute, die ihm zugucken, verdienen einfach viel, viel weniger und verdienen fast gar nichts und können gerade so überleben. Und das mit seinem Vater war ihm vor Wochen schon bekannt. Dann muss man sich nicht ein neues Haus kaufen und ein neues Auto, wenn das Geld auf dem Konto so knapp ist. Das ist nur meine Meinung dazu. Ich bin raus für heute. Die nächsten Tage werden wir mal gucken, ob ich vielleicht mal für euch einfach mal in den alten Beast-Modus gehe und wieder spiele wie ein Teufel. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich bin raus, haut rein.